13 Fragen, die der NSU-Prozess beantworten muss. Und da sind ja viele Ungereimtheiten und viele Fragen. Und ich habe den Eindruck, mehr Fragen als Antworten. Einer, der 13 Fragen gestellt hat, ist der Autor und Journalist Andreas Förster. Und den habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Förster. Guten Tag. Sie haben ja interessante Fragen gestellt und gleich noch ein paar Antworten dazu geliefert, die wiederum weitere Fragen aufwerfen, die ja sehr interessant sind. Und die erste Frage, die Sie stellen, ist, wer hat die NSU-Morde eigentlich begangen? Und da wird ja medial transportiert, dass es natürlich das Trio, das NSU-Trio war. Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein, oder? Nein, ganz so einfach ist es eben nicht. Also niemand hat ja die eindeutig gesehen, zum Beispiel die beiden, also Mundlos und Böhnhardt an den Tatorten. Es gibt Beschreibungen, wo Leute gesehen wurden, die so ähnlich aussahen wie sie. Es gibt aber auch einen Fall zum Beispiel, wo nur ein Täter anwesend war, geschossen hat. Es gibt auch nicht zu jeder Tat eine korrespondierende Fahrzeuganmietung. Heißt ja immer, man kann eben nachweisen, dass zu den Taten immer Fahrzeuge angemietet worden sind von den beiden. Das ist aber auch nicht in allen Fällen der Fall. Ich will gar nicht ausschließen und gar nicht in Zweifel stellen, dass Mundlos und Böhnhardt tatsächlich mit den Morden zu tun haben. Es spricht sehr viel dafür, also natürlich sehr viele Indizien. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass sie tatsächlich alle Morde begangen haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, und dafür gibt es auch eine ganze Reihe anderer Indizien, dass es vielleicht auch eine größere Gruppe gewesen ist, die dort am Werke war, die vielleicht sogar, was wäre eine These, die Morde als Initiationsritus begangen haben, als Aufnahmeritual sozusagen in eine verschworene Gemeinschaft. Das wäre denkbar, weil sie halt auch natürlich so etwas wie eine Mutprobe waren. Zur Verwicklung der Staatsorgane kommen wir vielleicht später nochmal zu den offensichtlichen und vielleicht auch kuriosesten Geschichten, nämlich den Indizien, die in der Zwickauer Wohnung gefunden worden sind und relativ gut erhalten. Also im Brandschutt der Wohnung, haben Sie geschrieben, ist eine seit 2007 ungewaschene Trainingshose mit Blutflecken der getöteten Polizistin Kiesewetter gefunden worden ist, mit DNA-Spuren von Uwe Mundlos, Skizzen des Kasseler Internetcafés und so weiter, die waren erstaunlich gut erhalten. Das ist auch so eine kuriose Geschichte, oder? Ja, das ist, weiß Gott, sehr, sehr seltsam, zumal es vor allen Dingen eben diese beiden Fälle betrifft, die ja am rätselhaftesten sind. Zum einen der Fall in Kassel, wo also unter den Augen eines Verfassungsschützers, der da im Nachbarraum saß, oder unter den Ohren, muss man ja sagen, gesehen hat er ja angeblich nichts, aber auch wohl nichts gehört. Aber jedenfalls, als der dort anwesend war, eben dieser Mord begangen wurde. Beim Rausgehen will er, das hat er jetzt ja nochmal vor Gericht gesagt, auch die Leiche nicht gesehen haben, obwohl dieser Verfassungsschützer ein großgewachsener Mann ist, der über diese Bedienertheke dort hinüber hätte blicken können. Wie auch immer, das ist schon mal ein rätselhafter Fall und es gab bislang auch wenig Spuren sozusagen, die das Trio tatsächlich mit diesem Kasseler Mord in Verbindung brachten, bis auf die Waffe. Und nun hat man aber wenigstens also diese Skizze gefunden. Es ist die erste und bislang einzige Skizze eines Tatortes der Cesca-Morde, die man dort gefunden hat in der Wohnung. Das ist das eine. Und dann haben wir eben Teilbronn, was ja eine Tat, die ja völlig aus dem Muster herausfällt, die nach wie vor die größten Rätsel auslöst, auch bei Politikern, bei den Untersuchungsausschüssen zum Beispiel, die also auch nach wie vor der Meinung sind, das passt nicht dort rein. Und da findet man irgendwie nach geraumer Zeit auch erst eine ungewaschene Trainingshose, Jogginghose, an der Blutanhaftungen sind von Kiesewetter. Und um das auch wirklich sicher zu machen, findet sich in dieser Hose, die nicht gewaschen wurde 5 Jahre lang oder 4 Jahre lang nicht gewaschen wurde, findet sich dann auch noch ein Papiertaschentuch mit Spuren aus Uwe Mundlos Nase. Das ist natürlich schon, also würde ich schon sagen, da wird man dann doch schon sehr mit dem Gesicht drauf gestoßen, zu sagen, ja hier, das ist also wirklich der Beweis, dass die was damit zu tun haben. Das sind dann immer so eine Sachen, wo man sich fragt, kann das alles sein? Kann das wirklich stimmen? Andererseits ist es eben auch immer denn ein bisschen heikel, weil wenn das nicht stimmen sollte, dann wäre das eben eine große Verschwörung. Und da ist immer die Frage, gibt's wirklich eine Verschwörung? Kann man sich vorstellen, dass es da eine Verschwörung gibt? Die Verschwörung, da geistert ja einiges durch die Medien, durchs Netz, dass da Staatsbeteiligung und Staatsinteresse von Stay Behind und Gladio die Rede ist, das könnte man als Verschwörungstheorie abtun, aber Indizien weisen ja zumindest darauf hin, dass da was vertuscht werden soll, von wem auch immer, oder? Das auf jeden Fall. Also vertuscht werden sollen Verantwortlichkeiten, Fehler, vielleicht auch bewusstes Wegsehen, bewusstes Laufen von Entwicklungen, die die staatlichen Behörden
ja, begangen haben. Ganz eindeutig, das hat ja auch die Arbeit der Untersuchungsausschuss bislang ergeben, und die Arbeit in Erfurt des Thüringer Untersuchungsausschusses arbeitet ja da auch nach wie vor sehr hart dran an dem Nachweis, dass der Verfassungsschutz sowohl in seinen Länderbehörden als auch vor allen Dingen im Bund einen ganz speziellen Umgang mit der rechten Szene, mit der rechtsradikalen Szene vor allem gepflegt hat. Also man hat V-Leute, Informanten platziert an wichtigen Stellen, an Positionen, die für eine Strukturierung der Szene, für einen Aufbau der Szene, für eine stärkere Schlagkraft der Szene wichtig waren. Dort saßen V-Leute. V-Leute haben Thesenpapiere veröffentlicht, Handlungsanleitungen veröffentlicht, wie der bewaffnete Kampf gegen den Staat geführt werden kann. Wir haben diesen V-Mann Tarif, aus dessen Feder eben genau das Beispiel dieser autonomen Zellen stammt, nach denen ja dann die NSU gehandelt hat. Das sind alles natürlich, da stellt sich bei all dem natürlich die Frage, hat der Staat mitgewirkt an dem Erstarken, an dem Aufbau der rechten, der rechtsextremistischen, der rechtsradikalen, ja auch der rechtsterroristischen Szene? Und das sind die Dinge, wofür es Indizien gibt und wo jetzt natürlich dann die Verfassungsschützer, die Bundesbehörden, aber auch eben auch Bundesregierung natürlich kein Interesse haben, dass diese Diskussion tatsächlich weitergeführt wird. Also mehr als nur Ungereimtheiten, aber bleiben wir bei den konkreten Ungereimtheiten. Also am 4. November 2011 in Eisenach, was ist da in diesem Wohnmobil passiert? Da haben Sie weitere Ungereimtheiten aufgedeckt, die Sie sich mittlerweile oder immer noch nicht erklären können? Ja, auf jeden Fall. Also es fängt ja schon mal an mit der Frage, warum erschießen Sie sich? Warum stellen die sich überhaupt in dieses Wohngebiet rein? Also es ist ein ruhiges Wohngebiet, in dem ein abgestelltes weißes Wohnmobil natürlich schon auffällt, wenn es da 4 Stunden steht. Dann hören die den Polizeifunk ab, kriegen mit, dass irgendwie um 10.30 Uhr, also um 9 Uhr war der Banküberfall, um 10.30 Uhr wird die Ringfahndung aufgelöst. Also im Prinzip hätte man dann so langsam die Sachen zusammenpacken können und losfahren. Ringfahndung heißt ja, dass an bestimmten markanten Stellen Autobahnauffahrten und so Polizeiwagen stehen und gucken, kommt da vielleicht jetzt ein Wohnmobil, was wir ja gesehen haben, die hatten ja gehört, es wurde nach einem Wohnmobil gefahndet, kommt es da vorbeifahren. Die Ringfahndung wird aufgelöst, aber sie bleiben weiter da sitzen, und dann kommt um 12 Uhr ein Polizeiauto vorgefahren, und innerhalb weniger von 2-3 Minuten, vielleicht auch nur 1-2 Minuten, entscheiden sich die beiden in dem Fahrzeug, sich das Leben zu nehmen. Wie das abläuft, ist nach wie vor unklar, das räumen auch die Ermittler ein. Es ist die Rede von 3 Schüssen, die abgegeben wurden, angeblich ein Schuss auch auf die Polizisten, die daraufhin in Deckung gegangen sind. Man hat tatsächlich keine Austrittsöffnung gefunden. Es sind 3 Schüsse in diesem Fahrzeug abgegeben worden. Das ist, wenn man jetzt diese Spurenakte mal liest, ist das tatsächlich so. Ein Schuss blieb stecken ging gar nicht nach draußen, der blieb stecken in einem Fensterholm dort. 2 Schüsse gingen durch die Decke, sozusagen der finale Schuss von Mundlos, aber auch der andere Schuss. Es gibt also 2 Austrittsöffnungen in der Decke. Und man fragt sich, gab es dort einen Kampf vielleicht in dem Wagen? Hat der eine von unten auf den anderen geschossen und der Schuss trat dann aus? Es gibt jedenfalls keinen Beleg dafür, dass tatsächlich auf die Polizisten geschossen wurde. Es gibt auch keinen Beleg dafür, warum die sich in dieser kurzen Zeit zu einem kollektiven Selbstmord entschlossen haben, obwohl überall genug Waffen entsichert herumlagen in dem Wohnmobil. Also sie hätten natürlich auch die Konfrontation suchen können, den Kampf. Kann sein, dass sie tatsächlich mit so spektakulär enden wollten, aber man kann natürlich auch spektakulär enden, indem man nochmal mit der Polizei kämpft und Polizisten erschießt. Das hat man ja angeblich in Heilbronn schon hinter sich, also insofern würde es da auch keine Hemmschwelle mehr geben. Dann bricht auch schnell ein Brand aus. Innerhalb weniger Sekunden sterben 2 Menschen und dazwischen wird auch noch ein Feuer entfacht in dem Fahrzeug, ohne dass man bis heute genau weiß, wie. Also auch das ist nicht endgültig geklärt, wie ist dieses Feuer entstanden. Sind das tatsächlich bloß ein paar Blätter angezündet worden mit einem Feuerzeug? Also da gibt es so viel Rätsel, die letztlich nicht endgültig aufgeklärt sind. Aber es gibt eben halt auch keinen verlässlichen Hinweis darauf, dass es eine dritte Person gab, die das alles dort in Gang gesetzt hat. Daran scheitert eben auch die Gegenthese. Ja. Ja. Eine weitere Ungereimtheit ist der Rucksack, wo dann später Videos gefunden worden sind. Der war ja relativ gut erhalten an der Stelle, wo es eigentlich heftig gebrannt hat. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist eben auch eine dieser rätselhaften Sachen. Da liegt im hinteren Teil des Wohnmobils auf einem Bett oben ein Rucksack. Das hat ja gebrannt an einer Stelle auf der Sitzbank dort, da hat es gebrannt, aber das war so heiß
in dem Auto, dass die Innenverkleidung abgeschmolzen ist, die da aus Plaste war, und die tropfte eben überall runter und die tropfte eben auch auf das Bett und auf Gegenstände, die unter dem Rucksack lagen. Aber auf dem Rucksack waren keine Spuren. Also wenn man das Foto sieht von dem Rucksack, der ist wirklich fabrikneu. Und dann ist der dort geborgen worden. Man hat den Rucksack ausgepackt, hat da auch Geld drin gefunden aus früheren Bankraub und so. Und 6 Wochen später guckt man sich den Rucksack nochmal an und da findet man in einer Tasche oben am... Sechs Wochen später findet man erst, da sind ja noch 6 CDs drin von dem Bekennervideo. Und das ist natürlich komisch. Also ich muss mal sagen, wenn ich einen Rucksack, ich merke das ja auch, wenn 6 CDs in Verpackung sind, das merkt man irgendwie auch, ja, in so einer Tasche, in so einer Seitentasche. Und man guckt sich ja alle Taschen an in so einem Rucksack. Also das ist auch eine Sache, wo man sich immer wieder fragt, also haben die so schlampig gearbeitet oder ist das alles... Das würde ja darauf hindeuten, dass irgendjemand, wer auch immer, dann Beweise platziert hat. Wer könnte denn da Beweise platziert haben? Das geht jetzt in den Bereich der Spekulation? Ja, also das kann ich wirklich nicht sagen. Der Eindruck entsteht. Der Eindruck liegt nahe, wenn man sowas hört, mit dieser Jogginghose, aber eben auch vor allen Dingen mit diesem Rucksack. Da fragt man sich natürlich, ist das nachträglich hingelegt worden, um alle Leute mit der Nase drauf zu stoßen, hier, die sind es wirklich, die waren es wirklich. Aber man kommt zu sehr in Spekulationen rein. Also das, davor will ich mich auch hüten. Mir geht es bloß darum, dass man wirklich so diese Ungereimtheit mal aufzeigt, weil ich auch glaube, dass in bestimmten Dingen die Ermittler zu früh aufgehört haben zu ermitteln. Es gibt, das mag politische Gründe haben, glaube ich schon, dass man im Prinzip die Vorgabe hatte, das sind 3 Leute, die haben autark gearbeitet, die haben sich abgeschottet von allen und jetzt sind die tot, 2 sind tot, eine ist im Knast und damit ist das Problem beseitigt. Ich glaube aber, dass es eine größere Gruppe war, dafür gibt es ja auch. Und dann ist ja noch unklar, wie Beate Zschäpe überhaupt von dem Tod ihrer Kampfesbrüder da erfahren hat. Die haben ja nicht direkt miteinander telefoniert und hat sie ja relativ schnell dann die Zwickauer Wohnung abgefackelt, ohne die eigentlichen Beweise rauszuschaffen. Also die Czeska, die Tatwaffe hätte sie ja mitnehmen können, sie hätte ja wichtige Unterlagen entfernen können, aber nein, sie hat die Wohnung abgefackelt und unklar ist, wie sie überhaupt von dem Tod in Eisenach erfahren hat. Ja, genau. Das ist ja eben auch wieder so ein Punkt, der darauf hindeutet, dass es noch weitere Mitwisser gegeben haben muss. In der Anklageschrift macht sich das die Bundesanwaltschaft leicht. Die schreibt, auf bisher unbekanntem Weg erfuhr Zschäpe davon und setzte ihre Wohnung in Brand. Und das ist natürlich wirklich fragwürdig. Also man hat da diese Toten. Sie hätte mindestens noch ein paar Stunden Zeit gehabt, wirklich belastende Dinge fortzuschaffen. Aber sie guckt bis 14, es ist ja auch anhand dieses Internetprotokolls nachvollziehbar, bis 14.28 Uhr etwa, surft sie dadurch Seiten völlig unverfänglich, sucht auch nicht nach irgendwelchen Polizeimeldungen. Das passiert am Morgen mal, das ist richtig, am Vormittag hat sie mal nach Polizeimeldungen gesucht im Internet, aber das lag auch daran, dass sie wohl seit dem Vortag keinen nachgewiesenen Kontakt zu den beiden hatte. Vielleicht hat sie auch mal geguckt, warum höre ich von denen, hatten die vielleicht einen Autounfall oder so, sie wusste ja, dass sie unterwegs waren. Aber am Nachmittag ist sie völlig arglos. Und mit einem Mal fängt sie an, hört sie mit ihrem Computer auf um 14.28 Uhr, fängt an, den Kraftstoff in der Wohnung auszubringen. Man weiß bis heute auch nicht so richtig, wie der denn gezündet wurde. Auf jeden Fall muss sie irgendwie 10 Minuten, muss sie 2:50 das alles schon ausgebracht haben, weil also dieses Wasser, dieses Benzin-Luft-Gemisch, was dann zu der Explosion führte, das braucht 10 Minuten, damit es sich entwickelt und in die Luft fliegt. Also das sind alles Dinge, die eben so nicht passen. Und dann hat man ja jetzt, also unter diesen Spurenakten, unter diesen Spuren, die man gefunden hat, ging darum was, es ging um die Frage, wie sie es erfahren haben könnte. Ja. Da gibt es, da hat man nun dann nochmal in diesem Jahr die Funkzellen ausgewertet. Die Funkzelle um die Zwickauer Frühlingsstraße herum und die Funkzelle in Eisenach, wo das Wohnmobil stand. Und hat das nochmal hat diese Millionen Verbindungen, die also in diesen beiden Funkzellen entstanden sind, an dem Vormittag des 4. November, also zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, mal ausgewertet und hat festgestellt, dass es dort einige Kreuztreffer gibt, und zwar immer so sozusagen über Dritte. Dann hat man, blieben irgendwie 20 Verbindungen übrig, wo also aus der einen Funkzelle in eine dritte Funkzelle und von der dritten Funkzelle wieder in die Funkzelle in der Frühlingsstraße telefoniert wurde.
und gesimst wurde. Da hat man dann alles überprüft und hat festgestellt, okay, die sind eigentlich alle harmlos, das ist alles erklärbar, die können über diesen Weg kann sie es nicht erfahren haben. Aber man ist in seltsamer Weise bei dieser Analyse auch auf zwei Telefonnummern aus Schweden gestoßen. Das waren schwedische Handynummern von solchen Prepaid-Handys, die man dort kaufen kann. Und das Erstaunliche ist, dass eine dieser beiden schwedischen Handynummern, also eines dieser beiden schwedischen Handys, war am Vormittag in Strecktada in Eisenach eingeloggt und gegen Mittag in Zwickau. Also es hat sich der Besitzer dieses Handys hat sich also tatsächlich von dem einen Tatort zum anderen bewegt. Da würde ich doch mal sagen, das ist doch eigentlich der deutlichste Hinweis darauf, dass es tatsächlich diese Person gewesen sein könnte, die Information überbracht hat vom Tod der beiden. Aber was schreibt das BKA? Das BKA schreibt, die Nummer ist nach Auskunft aus Schweden nicht mehr nachvollziehbar und deswegen gehen wir dieser Spur nicht weiter nach. Und das sind aber diese Spuren, wo es auch viele andere auch gibt, die darauf hinweisen, dass es weitere Personen gibt, weitere Mitwisser, weitere Mittäter wahrscheinlich auch, die aber nicht verfolgt werden. Das heißt, die Schlamperei, was die Ermittlungen betrifft, geht weiter oder wird da bewusst vertuscht? Das ist ja die große Frage, oder? Ja, ich glaube, man macht das einfach... Also bewusst vertuschen. Die sind natürlich, die Ermittler sind unter Druck gewesen. Wir müssen uns, wenn wir uns nochmal erinnern, im August hieß es ja schon, ja, die Zschäpe, kann sein, dass die jetzt freigelassen werden muss, weil noch keine Anklage vorliegt und der Bundesgerichtshof macht Druck und so. Und natürlich hat die Politik auch Druck gemacht. Die Bundesanwaltschaft musste eine Anklageschrift vorlegen. Die hätte liebend gern noch weiter ermittelt, glaube ich, weil sie natürlich auch weiß, dass sie vor Gericht vor allen Dingen diesen Vorwurf der Mittäterschaft des Mordes schwer nachweisen kann, weil da fehlt es natürlich auch an belastbaren Indizien. Zschäpe war nie an einem Tatort. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass sie tatsächlich wusste von den Morden. Es gibt so ein paar Indizien, die dafür sprechen, aber die kann man auch widerlegen. Aber der Druck war eben da, man wollte unbedingt die Anklageschrift haben und so ein Ermittler sagt sich dann, naja, okay, wir haben jetzt hier noch eine übrig von den dreien, und dann klagen wir die jetzt wenigstens an. Alles, was jetzt irgendwie mit der nichts zu tun hat, drücken wir dann irgendwie ins Skat. Dann kümmern wir uns nicht weiter drum. Also die Frage steht. Da geht viel verloren. Ja, das ist nicht unbedingt nur Vertuschung. Das ist eben auch so Ökonomie der Ermittler, die aber halt eben auch auf äußeren Druck reagieren. Ökonomie Ermittler, sagen Sie, ich habe mich mit Polizisten unterhalten, die sagen, unvorstellbar, wenn es einen Polizistenmord gibt, dann gehen Sie davon aus, dass da intensivst ermittelt wird, weil es ja um Kollegen geht. Das ist für Sie die größte Ungereimtheit, dass dieser Polizistenmord von Michael Giesewetter nicht aufgeklärt wird oder wurde bisher. Ja, weil da eben doch vieles reinspielt. Also zwar hat ja damals diese Sterngeschichte, dass der Amerikaner mit dabei waren und auch Verfassungsschützer hätten alles beobachtet und pipapo, ist ja dann auch dementiert worden, auch widerlegt worden, weil tatsächlich dort dieses eine amerikanische Geheimdienstdokument sich tatsächlich als Fälschung entpuppte. Fakt ist aber auch, dass tatsächlich Amerikaner dort in der Gegend waren, im Einsatz waren. Fakt ist auch, dass aus dem islamistischen Bereich verdächtige Personen erstaunlicherweise mit am Tatort waren, unmittelbar nach der Tat und dort schon als Zeugen angesprochen worden sind. Es gab auch in dieser Zeit Beobachtungen von mutmaßlichen Islamisten, die wurden dort observiert. Das Fahrzeug, was in dem Michael Giesewetter saß, war auch vorher eingesetzt zur Beobachtung von und Sicherung von US-Einrichtungen. Also es könnte durchaus auch eben einen anderen Hintergrund, auch einen politischen, einen extremistischen Hintergrund haben. Und wenn es da um so etwas geht, da haben natürlich die Geheimdienste, auch die ausländischen Geheimdienste, Prioritäten und ihre eigenen Interessen, die da verfolgt werden. Und da kann durchaus sein, dass dann eben die polizeilichen Ermittlungen zurückstehen müssen. Und das könnte eine Erklärung auch sein hier in diesem Giesewetter-Fall, warum dort nie richtig bis zu Ende ermittelt worden ist und auch falsche Spuren gelegt worden sind. Falsche Spuren gelegt, das wäre ja auf jeden Fall nicht nur ein Justizskandal, sondern auch ein viel größerer staatstragender Skandal. Kommen wir mal zu der Frage 12, die Sie ja im Cicero gestellt haben. Wer hat die Umschläge mit den Bekennervideos verschickt? Und Beate Zschäpe soll ja auf ihrer Flucht nach dem 4. November 2011 mindestens 15 fertig adressierte und frankierte Briefumschläge mit dem NSU-Bekennervideo aus der Wohnung mitgenommen und an verschiedenen Orten in die Post gegeben haben.
haben. Nur sind auf den Umschlägen keine Fingerabdrücke von Schäpe gefunden worden und auch keine DNA-Spuren, außer auf einem. Das ist auch wieder so eine heftige Ungereimtheit, oder? Ja, natürlich. Zumal ja auch Zeugen aus der Nachbarschaft, die sie ja gesehen hatten, als sie aus diesem Haus rausging. Sie hatte in beiden Händen jeweils einen Katzenkorb. Sie hatte ihre Katzen noch in Sicherheit gebracht und hatte wohl eine Handtasche um. Aber die Handtasche war eben nicht groß genug, damit da 15 Umschläge reinpassen. Man hat dann auch, also das ist ja auch den Ermittlern aufgefallen. Die haben ja dann auch geguckt. Stand vor dem Haus stand früher ein Briefkasten. Also bis zu diesem Tag stand dort ein Briefkasten. Dann hat man nachgeprüft, hat die vielleicht in diesem Briefkasten erst geworfen und dann die Katzen geholt oder so. Ja, aber auch dieser Spur ist man also nachgegangen. Das war also auch nicht der Fall, weil man also herausfinden konnte, das wäre also dem Briefträger, der da das Ding leert, aufgefallen, wenn da 15 große Umschläge drin gewesen wären. Also die Frage ist tatsächlich, wie soll sie an diese Umschläge gekommen sein? Es gibt die Möglichkeit, das ist auch gar nicht so abwegig. Sie ist ja aus der Wohnung raus. Und hat dann ihren Freund André Emminger angerufen, der jetzt damit angeklagt ist. Der soll sie abholen irgendwo in Zwickau. Da haben sie sich dann getroffen und der hat sie dann irgendwo hingefahren. Wohin weiß man bis heute nicht, weil Emminger schweigt. Sie ja auch, Schäfer auch. Aber es gibt schon den Hinweis darauf, dass es irgendwie in der Gegend Glauchau, also Nachbarort von Zwickau, gewesen sein muss. Ich bin der festen Überzeugung, weil dafür gibt es noch diverse andere Anhaltspunkte, dass es eine zweite Wohnung gegeben haben muss, wo die sich aufgehalten haben. Und dann bleibt doch die Frage, warum sie diese Beweise, die belastenden NSU-Dokumente, die Pistole nicht mit rausgenommen hat. Das ist doch unklar. Ja, das ist ja eben auch die Frage. Ja. Also sie verschickt noch diese Umschläge, belastet sich damit ja auch selbst erheblich und versucht, also opfert sich ja selbst mit auch. Ja, also gut, vielleicht wollte sie sich auch umbringen und fand die Kraft nicht dazu, das glaube ich aber wiederum nicht so richtig. Es sind so viele Ungereimtheiten letztlich, ja. Und die eben darauf hinweisen, dass die drei vielleicht doch nur, und was heißt nur, aber Bestandteil einer größeren Struktur, einer größeren Gruppe gewesen sind. Das ist eben die große Gefahr, die da noch ist, dass diese Gruppe vielleicht noch existiert und nur drei eben weg sind von denen. Also die große Frage, und das ist ja schon eine heftige Frage, ob vielleicht Teile der Gruppe noch existieren und noch im Untergrund sind. Eine weitere Ungereimtheit, vielleicht die letzte auch für dieses Gespräch, dass ein wichtiger Zeuge im Auto verbrannt ist. Ein junger Mann ist Mitte September bei Stuttgart in seinem Auto verbrannt. Die Polizei geht von einem Suizid aus und sie schreiben, dass das auch ein mysteriöser Todesfall ist in Baden-Württemberg. Worum geht's da genau? Ja, also das ist ein Zeuge, der aus der rechten Szene stammt. Nun nicht unbedingt ein großer Aktivist, aber durchaus ein Mitläufer, der immerhin auch ein Verfahren hatte, weil er einen Hitlergruß gezeigt hat. Also so ganz so ohne auch nicht. Also nicht nur einer, der mal irgendwie immer nur verbal sich äußert. Der hatte den... Auf ihn wurde aufmerksam gemacht, dass er was sagen könnte zu Heilbronn, zu dem Mord in Heilbronn, weil er ist da auch aus der Gegend. Nun konnte der zu dem Mord in Heilbronn nichts sagen, weil er damals auch erst 16 war. Das war auch gar nicht der Punkt, aber er hat wohl in seiner Vernehmung angegeben, dass es neben der NSU noch eine weitere Organisation gibt, die eben auch so drauf sein soll, auch solche Gewalttaten. Im Untergrund Gewalttaten. In Baden-Württemberg? In Baden-Württemberg verübt. Die Neo-Schutzstaffel nennt die sich, also NSS. Und es hätte ein Treffen gegeben zwischen NSU und NSS. Nun kann man immer sagen, naja, okay, der spinnt ja vielleicht auch ein bisschen, was der da macht. Auf jeden Fall sind die Sachen von ihm, also die hatten das damals aufgenommen, seine Aussage, und haben dann aber auch eingeschätzt, also es gibt keine Hinweise, dass 2012 war das, es gibt keine Hinweise, dass der Recht hat mit seinen Aussagen, und dann wurde die Sache zu den Akten gelegt. Jetzt sollte er aber vom Staatsschutz Anfang September nochmal vernommen werden. Da in Baden-Württemberg gibt es eine Ermittlungsgruppe Umfeld, nennt die sich, die ist im Frühjahr gebildet worden, die soll jetzt im Prinzip nochmal die gesamten Hinweise auf die rechtsextremen Aktivitäten in Baden-Württemberg aufarbeiten, weil die sich offenbar erstmal auch kriminalistischen Bild verschaffen wollen. Und der war also vorgeladen zu einer Aussage beim Staatsschutz. Und just an dem Tag, wenige Stunden vor dieser Aussage, verbrennt er in seinem Auto. Es gibt einen Zeugen, der gesehen haben will, wie der Einstieg in den Wagen, da gab es eine Explosion und das Auto brannte aus.
Das ist alles noch ein bisschen strittig. Auf jeden Fall ist der in seinem Auto verbrannt, ist auf eine belebte, in eine ziemlich belebte Gegend gefahren, Cannstatter Wasen, und soll sich dort angeblich aus Liebeskummer angezündet haben. Aber es gibt eben verschiedene Sachen, die so ein bisschen seltsam sind bei der ganzen Geschichte. Nicht zuletzt eben auch dieser Termin beim Staatsschutz. Also er sollte sozusagen über seine rechte Kameraden aussagen und stirbt an dem Tag, wo er aussagen soll. Das sind natürlich Dinge, wo dann auch verschiedene, also auch Zweifler sagen, also wir müssten doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen, ob das wirklich Selbstmord war oder ob da vielleicht auch andere mitgeholfen haben, das Auto anzuzünden. Zumal ja die Verbindung zu diesem NSS, dieser Neoschutzstaffel in Baden-Württemberg und der NSU ja auch im Brandschutt der Zwickauer Wohnung gefunden worden sind. Also Zeitungsartikel von den Mordserien, die Jelpe Mundlos und Bernhard gar nicht bekommen hätten können, die sind denen dann möglicherweise zugeschickt worden. Ja, das bezieht sich wohl aber, glaube ich, auf bayerische, also Morde in Bayern. Bayerische, ja, genau. Aber das ist eben auch erstaunlich, weil es in Regionalzeitungen dort wurde ja über die Morde berichtet. Anhand der Fahrzeugdaten, der angemieteten Fahrzeuge, lässt sich ja nachvollziehen, dass sie eigentlich immer relativ schnell und umgehend nach dem Mord wieder zurückgefahren sind und ihr gemietetes Fahrzeug abgegeben haben. Wenn dann aber zwei Tage später in so einer Regionalzeitung, die eben nicht in Zwickau oder in Sachsen vertrieben wird, Berichte darüber sind und diese Berichte finden sich dann in der Wohnung, fragt man sich natürlich schon, woher haben die jetzt, was weiß ich, den Nürnberger Anzeiger, den es eben nur in Nürnberg gibt, in Zwickau bekommen. Es muss ihnen ja jemand zugeschickt haben und wenn ihnen das jemand zugeschickt hat, muss der wissen, dass sie irgendwas damit zu tun hatten. Könnte ich jetzt böse sagen, der Verfassungsschutz schneidet ja gerne mal Artikel aus, aber das wäre vielleicht zu böse. Das heißt, aber die Theorie wäre, dass es also Mitwisserinnen und Mitwisser tatsächlich gab, die dann im bayerischen Raum unterwegs waren und vielleicht auch noch sind? Ja, eben, das denke ich nämlich auch. Mitwisser, Mittäter sind das ja letztlich auch. Auch im Kölner Raum. Wir erinnern uns an den Bombenanschlag in der Kolbstraße. Die schieben mit ihren Fahrrädern die Bombe dorthin. Jetzt habe ich gerade erst hier in einer dieser Akten, also die ich natürlich nicht habe, aber was man so hört, ja, in den Ermittlungsakten steht drin, dass die mit einem Skoda Octavia damals gemietet hatten, als der Bombenanschlag in der Kolbstraße war. Da frage ich mich natürlich, da passen keine Fahrräder rein, ja. Und da passt auch man kann auch keine Bombe transportieren, die, wie Experten auch sagten, sehr, sehr professionell zusammengebaut war und schon durchaus nicht ungefährlich war, die zu transportieren. Ich baue doch nicht in Zwickau eine Bombe zusammen, leg die hinten in den Kofferraum und fahre mit der bis nach Köln. Da stellt sich dann die Frage, waren da vielleicht Leute in Köln, in Nordrhein-Westfalen, mit denen man in Kontakt stand, die gesagt haben, hier, wir haben die Bombe gebaut, ihr müsst die bloß noch dahin bringen, hier sind die Fahrräder und dann bringt die dahin. Das würde auch dafür sprechen, dass es eben eine größere Gruppe gegeben hat. Und in der rechtsextremen Szene gibt es natürlich durchaus Leute, das wissen auch die Behörden, die zu solchen rechtsterroristischen Anschlägen durchaus bereit sind und dann da auch mitmachen würden. Jetzt können wir nicht alle Fragen durchgehen, aber wenn ich mir das durchlese, dann bin ich gleich ganz aufgeregt und bin dran am Thema und da geistert einiges durch meinen Kopf. Was ja im Moment wenig durch die Medien geistert, sind genau diese Fragen und das Interesse am Jelpe-Prozess und an der NSU-Aufklärung, die scheint ja ein bisschen zurückzugehen, weil wir ja möglicherweise übersättigt sind. Das ist nicht mehr das Hauptthema, müsste es aber sein, oder? Ja, ich denke auch. Also man müsste auch immer wieder darauf dringen, dass diese offenen Fragen, diese ungelösten Fragen, diese Widersprüche aufgeklärt werden, dass da weiter ermittelt wird. Man muss auch darauf drängen, dass der Verfassungsschutz, der natürlich, ja, da wurde wohl die Führung ausgewechselt und die haben gesagt, wir haben Fehler gemacht und alles wird jetzt besser und so. Es geht aber nicht um die Fehler des Verfassungsschutzes, sondern es geht, das muss man jetzt eindeutig weiter aufklären, es geht um die Verantwortung, um das bewusste Handeln des Verfassungsschutzes bei dem Aufbau rechtsextremistischer Strukturen. Der Verfassungsschutz hat bewusst daran mitgearbeitet, um Einblick in die Szene zu bekommen, um vielleicht auch Möglichkeiten der Aufklärung, auch des staatlichen Vorgehens letztlich vorzubereiten. Man schafft sich seine Feinde natürlich in so einem Geheimdienst, ist auch daran interessiert, sich seine Gegner, seine Beobachtungsobjekte und Bekämpfungsobjekte zu schaffen.
um auch seine eigene Bedeutung hervorzuheben. Mhm. Und das sind so die Sachen, da muss man einfach noch, da muss noch viel mehr nachgehakt werden, da müssen auch die Untersuchungsausschüsse, vielleicht auch ein neuer Untersuchungsausschuss in Berlin, wenn es weitere Anhaltspunkte dafür gibt, wie tief der Verfassungsschutz verstrickt war in den Aufbau der rechten Szene. Das bräuchten wir wirklich in Deutschland. Das müssten auch die Medien viel mehr transportieren. Das ist ja auch der Kern der Frage, die Sie gestellt haben. Ja, letzte Frage an Andreas Förster. Ich habe vor einigen Wochen mit dem Politikwissenschaftler Dr. Hajo Funke gesprochen und habe ihn gefragt, wurde der NSU von staatlichen Sicherheitsorganen gedeckt und geschützt? Fragezeichen. Und er sagt, ich bin mir sicher, dass das herauskommen wird. Sind Sie auch sicher, dass das am Ende, wann immer das auch ist, herauskommen wird? Ja, also ich bin ja jemand, der sagt, dass immer alles herauskommt. Und meistens kommt ja auch immer alles heraus. Was hier herauskommen könnte und wahrscheinlich auch wird, ist, dass zumindest in der Anfangszeit das Trio gedeckt wurde und dass dem Verfassungsschutz und den staatlichen Behörden letztlich diese Truppe entglitten ist und Dinge begangen hat, die so nicht geplant waren. Das passiert leider oft bei Geheimdiensten, dass die eine Operation laufen lassen und glauben, sie unter Beobachtung zu haben und auch sie kontrollieren zu können. Und am Ende stehen sie plötzlich da und denken, oh verdammt, jetzt ist die ganze Sache schiefgegangen. 9/11 ist das beste Beispiel dafür, in etwa, ja, wo man auch nicht eingegriffen hätte, wo man hätte noch eingreifen können. Und so ähnlich ist es beim NSU, glaube ich, auch. Ja, wo gesagt, beinharte Aufklärungsblockade durch Leugnung, Verharmlosung und Bagatellisierung. Richtig. Ich bedanke mich bei Andreas Förster, Autor und Journalist, und er hat nicht nur 13, sondern auch viel mehr Fragen gestellt, die der NSU-Prozess beantworten muss. Ob er das tut, das werden wir sicher irgendwann mal besprechen. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.